Hallo Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe für euch heute eine kleine Produktauswahl, eine Produktvorschau auf ganz, ganz neue Produkte aus dem kommenden Mini-Katalog 2021. Den Zeitraum blende ich euch jetzt mal ein. Und ich habe mir da schon ein bisschen was vorbestellen dürfen, weil ich bei dem Onstage at Home teilgenommen habe. Vielleicht habt ihr die Box schon irgendwo anders gesehen. Das ist eine ganz, ganz große Demonstratorenveranstaltung, die ist eigentlich weltweit. Und dieses Mal war sie zu Hause bei jedem Einzelnen im Prinzip, weil durch die aktuelle Lage darf man natürlich nicht irgendwo hinreisen oder sich in großen Mengen treffen. Und ich muss aber sagen, es war total toll. Es hat richtig Spaß gemacht, auch zu Hause. Und ich konnte da ganz viel mitnehmen. Und ich würde euch da auch ein bisschen was erzählen dazu heute. Und so ein bisschen könnt ihr mal hier reingucken. Es ist nicht mehr alles drin, was da schon mal drinnen war. Wir haben diese Box dazu erhalten, zu dem Treffen. Da waren zum Beispiel so kleine Heftchen drin, wo man also was reinschreiben kann. 3 Stück, das dritte ist schon woanders. So kleine Pinsel waren da drin, die kann man normalerweise tauschen unter Demonstratoren, Kollegen und Kolleginnen. So kleine Aufkleber, Bastelunterlagen für die Sachen, die wir gebastelt haben. Für die Demonstratoren ab dem Titel Elite Silber gibt es dann auch noch ein zusätzliches kleines Geschenk. Da war bei mir drin diese Schere und ein Anhänger für die Schere, so ein dekorativer Anhänger. Und eine ganz, ganz große Tasche war da auch drin, aber die kriege ich gar nicht unter, glaube ich. Die ist wirklich sehr groß und auch richtig cool. Und so ging es eigentlich für uns schon los mit so einem ganz großen Überraschungsböckslein. Und ja, das war total toll. Also das ganze Treffen war unglaublich schön, finde ich. Ich finde, man konnte richtig viel mitnehmen, man konnte ganz viel lernen. Es waren tolle Präsentationen und tolle Vorträge einfach auch und Schulungen. Und was ich am allerbesten fand, war, glaube ich, auch, dass wir in unserem Team, also in der Bastelwerkstatt Bande, eine kleine Gruppe gemacht haben, wo wir uns während des Treffens auch austauschen konnten. So waren wir in Verbindung, wir konnten quatschen, lachen, Blödsinn machen und haben trotzdem alles mitbekommen. Genau. Und ich durfte eben, wie gesagt, man darf da immer schon so ein bisschen aus einer Vorauswahl bestellen. Und ich zeige euch jetzt, was ich mir bestellt habe. Und ich glaube, ich fange jetzt mal, ich kann euch nachher ein paar gebastelte Sachen zeigen von den Sachen, die wir auf Onstage gemacht haben. Ich glaube, ich fange jetzt mal mit meiner Männerreihe an, weil die finde ich ganz, ganz besonders cool. Also es ist eigentlich nicht nur eine Männerreihe, aber man kann für einen Mann da wirklich, wirklich viel machen. Wir haben da auf dem Onstage unglaublich viele wunderbare, total tolle Ideen gesehen. Also das hat eine Demonstratorenkollegin gezeigt. Und da kann man auch Hochzeitskarten für Mann und Frau machen, Pyjama-Karten, Uniform-Karten. Also das war Wahnsinn, was sie da alles draus gestaltet hat. Mit dieser Tasche hier zum Beispiel auch so eine Wimpelkette und so. Also richtig coole Ideen. Und das hat mich total überzeugt und ich habe mir das bestellt und ich freue mich total darauf, damit zu basteln. Also das Stempelset ist jetzt schon sehr männlich natürlich. Das nennt sich Der Beste. Ihr habt hier schöne Fliegen, Krawatten, schöne Sprüche drauf. Super für Vatertag, Geburtstag, also wirklich total schön. Jedenfalls ist das das Stempelset, das ist ein Gummistempelset, das muss ich noch montieren. Ich habe die Bestellung gerade eben bekommen und nehme euch sofort das Video auf. Und dazu gibt es wunderschöne Stanzformen, die nennen sich Anzug und Krawatte, wie passend. Und damit kann man wirklich mega tolle Sachen machen. Man kann hier diesen Kragen nutzen, um dann eine komplette Kartenfront zum Beispiel zu gestalten. Die Krawatten, diese Taschen, die Knöpfe sogar. Also das ist wirklich richtig cool. Und was ich auch total mega cool finde, ist die Hosenträger. Seht ihr das? Also das sind diese Hosenträger-Clipser. Und das ist, glaube ich, der Hosenträger dazu. Dann hier oben noch der Kragen vom Hemd. Den kann man auch ganz, ganz toll einsetzen. Und das ist wirklich ein mega schönes Set, finde ich. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Dazu gibt es noch Bänder, die nennen sich wie maßgeschneidert. Und zwar ist es einfach Anthrazitgrau und ich glaube, das ist Marineblau, oder? Steht es da drauf? Ja, ich denke, das sind die beiden Farben. Einfach dünne Kordeln in ein bisschen männlicheren Farben, aber die sind immer super, finde ich, und kann man universell einsetzen. Genau, und jetzt kommen wir noch zu dem tollen Papier, das da dabei ist. Das nennt sich maßgeschneidert. Passt ja. Das hat die Farben Schwarz, Anthrazitgrau, Terrakotta, Marineblau, Pazifikblau, Blutorange und Schiefergrau. Und das ist wirklich auch mega cool. Ich muss euch gleich was erzählen. Also ich zeige euch immer Vorder- und Rückseite und es richtet sich schon sehr so nach Hemden. Dieses zum Beispiel hier,
Das ist wirklich, das wird eine absolute Karte für meinen Mann, weil der hat ein Hemd, das genau diese Karo-Muster hat. Und das hat er auch so gern an und deswegen fand ich das total witzig. Hier nochmal so ein für Pullover, so Pulloverstoff. Nochmal ein Hemd, also ein kariertes Format. Natürlich muss man das nicht nur mit diesen Stanzformen machen, aber es bietet sich halt wirklich perfekt an. Hier haben wir mal nur ein kariertes Blatt. Auf der Rückseite auch wieder ein schönes Hemdmotiv. Das wäre jetzt zum Beispiel vielleicht auch für eine Tracht oder so ganz toll. Hier wieder ein gemustertes mit so, eigentlich nur mit Kreisen. Auf der Rückseite auch wieder ein ganz toller Stoffdekor, würde ich sagen. Also hier mit den tollen Blümchen, finde ich, sowas ist auch oft in Hemden vertreten oder zum Beispiel in Ärmeln. Könnte man da auch ganz schön machen. Dann Nadelstreifen natürlich. Super perfekt für Bräutigamskarten zum Beispiel. Dann nochmal schönes gemustertes Papier. Auch wieder ein typisches Hemdpapier, finde ich echt. Ich finde das total cool. Und da hinten noch so ein Mustermix für eine schöne Krawatte. Ich glaube, Günther Jauch hat immer solche Krawatten an, die solche, ich glaube, Paisleys-Muster oder so heißen die haben. Also ich bin kein Klamottenprofi, aber ich fand das wirklich total spitze, vor allem mit diesem karierten Hemd. Das wird wirklich eine Karte für meinen Mann. Ja, also das ist so das erste Set und das ist wirklich sowas von vielseitig einsetzbar. Wie gesagt, da freue ich mich richtig drauf, mit dem zu arbeiten. Die nächste etwas größere Reihe, die ich mir bestellt habe, ist das Produktpaket. Ich glaube, es heißt Löwenzahngarten. Also wie gesagt, die Namen habe ich noch nicht drauf. Einmal zeige ich euch mal das Stempelset. Das nennt sich Libellengarten. Hat hier diese schönen großen Libellen drauf. Dazu gibt es passend eine schöne Libellenstanze mit zwei Größen. Auch die Hintergründe, die Blumen, schöne Sprüche, schöne Schriften. Ist wieder ein Gummistempelset. Und wie gesagt, passend dazu gibt es die Stanze. Mit der könnt ihr dann super die Stempelabdrücke von der großen Libelle ausstanzen. Und dazu gibt es ein geflochtenes Leinenband. Das ist auch sehr schön. Das ist ein bisschen dicker. Wir hatten ja schon mal so ein ganz dünnes. Das ist ein bisschen dicker. Da steht das Maß bestimmt dran. 4,8 mm Breite. Eben in so einem olivgrünen Ton. Dann gibt es dazu diese kleinen, total süßen Marienkäfer. Die kann man super mit Mini-Klebepunkten aufkleben. Die passen natürlich perfekt zum Löwenzahn. Und ein ganz schönes Papier, wie ich finde. Ich zeige euch jetzt erstmal noch das Papier und dann, was ich damit schon gemacht habe. Ich habe hier auch wieder Vorder- und Rückseite und die Farben sind hier auf jeden Fall Abendblau, Hummelgelb. Dann muss ich spicken, damit ich euch keinen Quatsch erzähle. Also das Papier nennt sich Löwenzahngarten und hat Schwarz, Brombeermoos, Hummelgelb, Kalypso, Abendblau, Waldmoos und Flüsterweiß. Es sind 6x6 Inch, also kleiner. Und ich zeige euch jetzt, wie gesagt, einfach die Designs. Ich habe es schon ein bisschen sortiert, also ich sehe jetzt immer Vorderseite, die Rückseite zeige ich, kommt jetzt einfach im Laufe des Durchgehens von diesem Papier. Auf der einen Seite ist eigentlich immer so ein bisschen ein neutraleres Papier und auf der anderen Seite sind eben Löwenzähne oder eben die Libellen, also ein bisschen lebhaftere Sachen. Das ist jetzt die Rückseite zu dem, was wir vorher schon gesehen haben. Es gibt eben Streifen, dann diese kleinen Pusteblumen, wenn man das mal nah anschaut, das ist auch total süß. Für mich sind immer so ein bisschen diese Rückseiten schöner. Ich finde das immer ein bisschen schöner. Aber man kann bei den Vorderseiten zum Beispiel, also natürlich ist das auch toller Hintergrund, aber da kann man zum Beispiel auch die Libellen einfach ausstanzen mit der Stanze. Die passen sich natürlich dann super an. Dann sowas finde ich auch schön, einfach zweifarbig. Da sind wirklich viele Papiere drin, die man eben auch für schlichte Sachen gut verwenden kann. Hier nochmal so kleine Pusteblumen im Mini-Format. Diese Libellen, die kann man eben auch super ausstanzen. Die finde ich auch sehr, sehr schön. Nochmal Pusteblumen mit Kalypso. Auch hier wieder ein ganz neutrales Papier und wunderschön. Das hatten wir, glaube ich, schon. Genau, das sind jetzt die Rückseiten mit dem Löwenzahn. Nochmal Löwenzahn. Nochmal in kleinerem Format die Libellen. Dann mit Brombeermus auch ganz schön. Dann haben wir ein paar Bienchen. Können natürlich auch dazu. Die Libellen haben wir schon gesehen. Und hier nochmal so ganz toll, finde ich das auch so richtig schön. Nochmal ein Löwenzahn und nochmal ein Muster. Das Muster zeige ich euch auch mal noch so nah mit so Halbbögen. Also finde ich auch ein richtig schönes Papier. Auch wenn einem jetzt vielleicht die Vorderseiten ein bisschen zu lebhaft sind, kann man mit den Rückseiten wirklich ganz, ganz tolle, auch ruhigere Projekte machen. Ich mag das immer, wenn das nicht zu bunt ist, das Designpapier.
Wobei, jetzt kommt dann gleich eins, das ist ziemlich bumm, das werdet ihr dann gleich sehen, aber ja. Und da haben wir eben bei dieser Veranstaltung schon ein bisschen gebastelt und das finde ich total schön, was wir da gemacht haben. Das war unsere erste Karte. Hier sieht man eben drei verschiedene Designerpapiere, ein bisschen Stempeln, ein bisschen Stanzen, die kleinen Libellen einfach aus Flüsterweiß. Du bist eine Inspiration und schon hat man eine schöne Karte fertig. Die nächste Karte ist auch wieder super schön, finde ich. Da ist so der Hintergrund ein bisschen gestempelt. Der ging so quer durch. Und dann hat man hier drei verschiedene Streifen von Designerpapier. Erst das Hummelgelb, dann die Streifen Designerpapier aufgeklebt und dann das oben drüber geklebt. Hier diese kleinen Marienkäfer noch drauf. Die Libelle habe ich noch hingesetzt. Und hier unten nochmal eine größere Libelle drauf gemacht. Also ich finde, das ist auch eine ganz, ganz tolle Karte und eine tolle Kartenidee. Alles relativ einfache Ideen, aber einfach und schön einfach, ja. Auch wunderschön. Die nächste Karte ist jetzt eben mit einer ausgestanzten Libelle. Ihr seht hier mal den Unterschied, also die ist gestempelt. Die ist von dem Designerpapier ausgestanzt, alle beide. Und die Karte finde ich auch wieder total schön. Das ist ganz witzig gemacht, dass man hier so einen Bereich hat, wo man eben verschiedene Bereiche vom Papier sieht, hier nochmal untertrennt, dann nochmal zwei Designerpapiere und dann das hummelgelbe Papier drüber. Was man jetzt auf meiner Karte ein bisschen schlecht sieht, aber was eigentlich ein total cooler Effekt ist, ist hier unter der Libelle haben wir nochmal diesen Abdruck reingestempelt und das ist dann wie so ein Schatteneffekt. Ich hätte das noch ein bisschen weiter nach unten machen müssen, beziehungsweise die Libelle ein bisschen höher kleben, dass man das noch ein bisschen besser sieht. Das kann man auf jeden Fall auch mit diesem Stempelset super schön machen und also ich finde die Karten alle super. Was jetzt bei mir vielleicht ein bisschen anders ist, ist, dass ich diese, habe ja das Abendblaupapier nicht. Ich habe hier noch einen alten Farbkarton benutzt, das ist Ozeanblau, meine ich. Aber ich finde, das passt auch total gut hin. Und ich habe auch kein Hummelgelb, ich habe hier Currygelb benutzt. Genau, also das haben wir schon gebastelt und es hat total viel Spaß gemacht und ich finde, es sind richtig schöne Karten geworden. Mit einem tollen Set. Ein weiteres Stempelset ist in dieser Kiste, weil ich euch am Anfang gezeigt habe, ist dieses Set Ganz im Augenblick, nennt sich das Ganze. Ist auch ein Gummistempelset und ich finde, das ist irgendwie, für mich ist das ein herbstliches Set. Also es gibt ja viele Meinungen über dieses Set und für mich ist das einfach mit Kastanien und so und Ahorn, ich finde, das ist total herbstlich. Ich finde es schön, ich glaube, man kann damit sehr schöne, schlichte Karten gestalten. Und das war eben in dieser Box noch mit drin, das hat jeder bekommen und ja, ich finde es auf jeden Fall spannend. Ich glaube, mit denen kann man ganz tolle Sachen machen. Ich denke da immer sehr an Naturtöne, so vom Hintergedanken her. Und ich glaube, das ist ganz cool. Da bin ich gespannt drauf. Dann kommt nochmal eine große Reihe von ein paar Sachen, wo ich auch ein bisschen mehr bestellt habe. Vorher zeige ich euch aber noch kurz ein neues Tool. Und zwar gibt es jetzt so Blending Brushes, also so Blending Pinsel. Die sind jetzt auf jeden Fall viel größer als die, wo wir jetzt kennen. Sorry, ich mach die mal auf. Die sind natürlich viel größer als die Schwämmchen, die wir haben. Und das sind so einzelne Bürstchen. Oh Gott, ich weiß nicht, ob die Kamera das einfangen kann. Das ist wirklich, also das fühlt sich unglaublich spannend an, wenn man das über die Haut fährt. Das ist richtig cool und damit kann man so richtig schöne Farbverläufe machen. Und kann die eben ganz toll nutzen. Also das sind, ich weiß nicht, ob man das sieht, das sind alles einzelne, ganz, ganz feine kleine Härchen. Und das hat eine ganz coole Größe, so hat man das ganz gut in der Hand, wie so ein bisschen größerer Teelöffel, würde ich sagen. Also zwischen Esslöffel und Teelöffel von der Größe her. Und mit dem kann man ganz tolle Hintergründe gestalten oder so Wellen zum Beispiel oder Wolken. Also das finde ich auch irgendwie total spannend. Die habe ich mir jetzt auch mal mitbestellt zum Testen. Bin ich neugierig drauf. Und die nächste Reihe, also das ist jetzt auch ein bisschen mehr von einer Reihe, nennt sich, glaube ich, auch Art Gallery. Also zumindest heißt das Stempelset so. Hier ist es leider so, dass es nur in Englisch verfügbar ist. Das ist vielleicht ein bisschen schade, finde ich, aber die Sachen, die da draufstehen, die versteht man fast eigentlich alle. Ich glaube, die verstehe sogar alle ich. Also von dem her, das sind wirklich Sprüche, die wirklich jeder versteht. Und die kann man auch, glaube ich, ganz gut hier bei uns nutzen. Und zwar ist es ein Klarsicht-Stempelset. Und das ist eine wunderschöne Blüte mit diesem Two-Step, also man kann das aufeinander stempeln. Und also wir haben da auch ganz tolle Beispiele gesehen und was ich da total spannend fand, war eben, dass man auch Stanzformen dabei hat, die eine ganze Karte füllen können. Also da ist eine große Stanzform dabei, da steht drauf Just Want to Say und dann kann man eben dazu
sorry. Und dann das sorry wieder ausstanzen in diesen tollen Formen hier. Und die Blume noch im Hintergrund und schon hat man eine Karte fertig. Also das finde ich ist irgendwie eine ganz, ganz besondere Kartenart, die man damit machen kann. Die Stanzformen nennen sich florale Kunst. Und man hat eben auch die Blume, die man ausstanzen kann, diese kleine Blume, diese beiden Etiketten, die man da dabei hat, auch die Stiele und so. Also das ist auch richtig cool. Und dazu gibt es jetzt auch ein wunderschönes Papier. Und mit dem Papier seht ihr dann auch schon diese Blumenart so ein bisschen, also wie das dann aufgestempelt aussieht. Also das ist sehr, sehr künstlerisches Papier und ich habe euch wieder Vorder- und Rückseite hier liegen. Ich finde, das ist total schön. Und die eine Seite ist eben sehr bemustert mit den Blumen. Also das ist schon ein richtiges Blumenset, aber die Rückseiten sind auch wieder sehr dezent und eben auch sehr künstlerisch gestaltet. Ich habe hier euch schon wieder Vorder- und Rückseite sortiert. Ich zeige euch auch gleich die Farben noch. Hier wird das Blumendekor. Also ich bin ja meistens immer der nicht so ganz auf diese vermusterten Papiere steht. Mir gefällt normalerweise immer so ein Hintergrund immer ganz gut. So schlichter und zweifarbig und so. Aber ich finde jetzt zum Beispiel das hier ist auch unglaublich schön. Da ist zwar viel los, aber ich finde das toll von den Farben und so. Ich finde die echt schön. Und dann wieder so eine mit so Spatteltechnik gemacht. Also total cool. Dann gibt es hier diese großen Blätter. Und auf der Rückseite so eine Wischtechnik. Und bei diesen großen ist es auch so, da passt jetzt gleich was dazu, das zeige ich euch gleich. Erst zeige ich euch noch, wie das heißt. Kunstvoll floral nennt sich das Designerpapier. Und die Farben sind Hummelgelb, Flamingorot, Merlotrot, Waldmoos, Marineblau, Olivgrün, Blütenrosa, Aquamarin, Blutorange, Kürbisgelb, Safrangelb, Ziegelrot und Flüsterweiß. Also richtig viele Farben sind da drin. Und dann gibt es dazu passend auch noch so Acetatpapier, nennt sich das Ganze. Besonderes Design Acetat Gartengold heißt das Ganze und da sind drei Blätter drinnen und eins davon passt hier genau drauf. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich es richtig erwische. Das hat es uns nämlich gezeigt. Hier ist hier. Dieses Designerpapier passt also perfekt mit diesem Acetatpapier aufeinander. Das kann man dann noch so hinterlegen und hat natürlich dann auch noch einen tollen Effekt. Ganz wichtig ist nur bei diesem Acetatpapier, ich glaube, ich lege euch da mal eine helle Seite im Hintergrund, dass ihr das besser sehen könnt, wie das aussieht. Das ist also auf der einen Seite golden und auf der anderen Seite silber. Und man muss, bevor man das anbringt, eine Schutzfolie entfernen, die hier drauf ist. Das ist vielleicht ganz wichtig zu wissen. Ich habe keine Ahnung, ob ich die jetzt erwische, aber die ist hier auf jeden Fall drauf. Kann man eben so eine ganz, ganz hauchzarte Schutzfolie noch abnehmen, bevor man das dann aufbringt. Genau, also wichtig ist nur, dass ihr dann diese Folie abnimmt und es ist dann aber nicht klebend oder so. Also das ist eben einfach nur eine Schutzfolie, die man abnehmen muss. Wahrscheinlich sieht man es nicht mal, wenn man sie dran lässt. Aber damit ihr das wisst, dass da eben noch so eine Schutzfolie drauf ist. Und vom Design her sind die Papiere so gestaltet. Wieder in Gold und Silber. Und dann hat man noch so ein Musterpapier. Genau, und eignet sich eben auch schön, um Hintergründe zu gestalten. Ich mag das immer ganz gern, wenn man zum Beispiel ein Pergamentpapier noch in den Hintergrund macht. Und da kann man eben auch super so ein kleines, zartes, gemustertes Papier nehmen. Genau, das war eben dieses Papier noch. Ja, und so als letztes möchte ich euch noch was zeigen. Das habt ihr bestimmt auch schon bei anderen Demonstratoren gesehen. Das gibt es schon ein bisschen länger. Das habe ich mir jetzt erst mitbestellt und ich bin auch schon total gespannt. Ich freue mich auch schon richtig darauf, damit zu arbeiten. Das ist eine Produktreihe, schön schwungvoll nennt sie sich. Und da gibt es eben das Designerpapier, wobei ich jetzt gerade im Moment festgestellt habe, dass das alleine nicht mehr bestellbar war gestern. Und heute ging es aber wieder mit Nachlieferung. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob es das noch gibt oder nicht. Ich zeige euch jetzt mal die Papiere, aber trotzdem zuerst. Die sind in Tannengrün, Chili und Saharasand. Das wirkt jetzt in der Kamera heller, als es in Wirklichkeit ist. Das ist schon Tannengrün, also so ein dunklerer, satter Grünton. Mit diesen wunderschönen Mustern drauf, also mit Bäumchen, Karos, Punkten. Mit diesem schönen Sternchenmuster, Zweigemuster. Ganz toll. Wieder die Bäumchen. Also das ist auch wieder für mich so ein schönes Set, weil es so schlicht ist. Und eben noch ein Chili, auch total schön. Also das sind jetzt alles die gleichen Designs, habe ich euch jetzt gezeigt, aber eben in verschiedenen Farben.
Und jetzt muss ich noch mal ganz kurz nach dem Namen schauen. Das nennt sich Klassische Weihnachten und ist Chili, Sahara Sand, Tannengrün und Flüsterweiß. 48 Stück in 6x6 in. Und dazu gibt es eben ein passendes Stempelset und ein passendes Standset. Einmal dieses schön schwungvoll mit ganz, ganz tollen Sprüchen und auch diesem schönen Efeu-Bordüre und so. Also ja, kann man vielseitig einsetzen. Und dazu gibt es wunderschöne Stanzformen auch, wo man so schöne Kanten machen kann. Und da habe ich schon viele Sachen gesehen, die ganz hübsch sind, mit den kleinen Vögelchen und so. Also da gibt es ganz tolle Sachen. Und dazu passt auch das Stempelset, Klarsicht-Stempelset Geschwungene Weihnachten. Das finde ich ganz, ganz besonders schön. Wie gesagt, ein Klarsicht-Stempelset. Das andere ist auch ein Klarsicht-Stempelset. Kann man dann super positionieren, auch die Schriften, wenn man das anpasst an diese Wölbung. Und das ist eben auch total schön. Das gibt es jetzt aber nur noch bis Weihnachten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sorry, ihr Lieben, also falls ich jetzt ein bisschen außer Atem bin, ich hatte gerade eine kurze Videopause. Videounterbrechung, muss man sagen. Jedenfalls habe ich jetzt nochmal alles kurz ins Bild reingelegt und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich freue mich jetzt megamäßig auf die ganzen Sachen, mit denen zu arbeiten, zu basteln, auszuprobieren und zu experimentieren. Ich wollte euch aber eigentlich noch ein bisschen was erzählen vom Onstage, denn ja, das war für mich dieses Mal ein ganz, ganz besonderes Onstage, weil einfach ganz tolle Ehrungen waren und ich ganz häufig geehrt wurde. Und das war für mich total schön und ich wollte mich da einfach an der Stelle bei euch bedanken, bei meinen Zuschauern, bei meinen Kunden vor allem und bei meinem wunderbaren Team an dieser Stelle wirklich, weil ohne meine Kunden und mein Team hätte das alles gar nicht so stattfinden können und das war für mich richtig toll, denn ich bin tatsächlich in den Top 100, sogar in den Top 50 weltweit von, ich glaube, 57.000 Demonstratoren oder so, also das ist wirklich mega, mega cool. Ich bin auf Platz 46 und deutschlandweit sogar auf den Top 5, also das ist für mich absolut unfassbar und ich kann das immer noch nicht glauben. Ich habe mir gestern das Video nochmal angeschaut und dann war ich da gestanden und habe gedacht, boah, also total schön und ich freue mich da richtig drüber und bin da total happy, aber es ist für mich einfach nicht, ich kann es immer noch nicht glauben. Also das ist wirklich total toll. Genau, eben auch in Teamförderung und Teamaufbau, also mein wunderbares, großartiges Team ist da einfach, hat da eine ganz große Rolle gespielt und ja, ist für mich einfach eine ganz, ganz große Ehre und ich freue mich da total drüber und bin immer noch auf Wolke 7 und total happy und ich kann es eigentlich immer noch nicht fassen. Genau, aber das wollte ich euch so am Schluss noch ein bisschen sagen. Ja, vielleicht kann ich euch auch diese Abzeichen einblenden, die man da bekommt. Aber ich finde es einfach total toll und ja, ihr seid damit dran schuld sozusagen. Also meine Zuschauer, die eben auch bei mir bestellen, meine Kunden und mein wunderbares Team. Und deswegen an dieser Stelle ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön von mir. Ich bin wirklich happy, dass ich das machen darf, dass ich diese wunderbare Arbeit ausführen darf. So kann man das schon sagen. Und dass ich euch mit meiner kreativen Energie und mit meinen kreativen Gedanken und was mir halt immer so alles einfällt, ein bisschen anstecken kann und dass ich euch damit auch eine Freude machen kann. Das finde ich natürlich total schön. Ja, ihr Lieben, das war's von mir eigentlich für heute. Ich habe ja noch zwei Karten rumstehen, die haben zwar jetzt eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun, aber es sind Weihnachtskarten und vielleicht ist es ja irgendwie eine kleine Inspiration für euch, so ein bisschen was Gebasteltes am Schluss noch. Das auch mit ein bisschen älteren Sachen und mit neueren kombiniert. Und da gab es eben so eine Technik, die wir am Onstage getestet haben. Die habe ich hier gleich mal ausprobiert im Hintergrund. Geprägt und eingefärbt. Und ja, mal nur ganz kurz so als kleine kreative Inspiration am Ende des Videos. Und jetzt sage ich aber wirklich Tschüss für heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem Adventskalender. Schaut gerne vorbei, der startet ja. Ich verlinke euch mal die Playlist hier oben. Was heißt, der startet ja schon mittendrin. Und es gibt schon ein paar Ideen online und ein paar ganz viele kommen noch und schaut da gerne vorbei. Ich freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach den Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss!